Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, es ist soweit. Der Magna Malo ist unser heutiges Ziel. Da unten wartet der Dreckige auf uns. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was für eine Elementschwäche der hat. Ich habe einfach meine Feuerwaffe mal mitgenommen. In der Hoffnung, dass es richtig ist. Und die zwei Fügen kriege ich, bevor ich überhaupt richtig angefangen habe. Ich habe einfach mal die Giftkröte geworfen. Ist es wenigstens schon mal vergiftet. Aua. Jetzt hau doch mal zu, du blöder Itsushi. Ein Job hast du. Komm, beritten der Rechu! Ich krieg so viele Magna Malo Items. Das ist richtig schön. Magna Malo Geistprisma. Ich bin so gespannt, was für ein Element das ist. Weil ich konnte das nicht zuordnen, ob das jetzt Eis, Feuer und der Gift sein sollte. Den Schweif, den kann man 100% abtrennen. Ich habe mir extra eine Marionettspinne mitgenommen. Also unterwegs gesammelt, damit ich auch ihn einmal reiten kann. Das Blöde ist, der Itsushi ist abgehauen. Aber wenigstens kann ich ihn einmal gegen die Wand schleudern. Ich will aber die Angriffe vorher sehen. Richtig cool. Und gebracht hat es mir gefühlt gar nichts. Warum kann ich gerade... Ah, okay. Ich wollte gerade fragen, warum kann ich keine Seilkäfer benutzen? Und jetzt haut der ab. Ich bin den ganzen weiten Weg zu dir gesprintet. Du flüchtest nicht. Du bist verdammt groß. Out. Hui! Mann, hat er mich auseinandergenommen. So, Kampf wieder aufgenommen. Und läuft bisher ganz gut. Wenn man mal bedenkt, dass ich einmal schon gestorben bin. Was ist das für ein Effekt? Ich weiß, dass mir Deodorant mitgegeben wurde. Ich habe jetzt zumindest ein paar Mal reingekattet. Ich trinke einfach direkt was. So. Jetzt wirst du auseinandergenommen. Ich habe auch ein paar Fallen dabei, falls ich sie brauche. Super.
Hündchen! Komm! Brav! Dich kaufe ich mir. Der brüllt auch gar nicht, ne? Also der hat bisher nicht einmal gebrüllt. Warum cut ich weiter, wenn ich eh nicht in der Richtung stehe? Ah, ich hab's gejinxt. Jetzt hat er gebrüllt. Au. Das tat weh. Das tut immer noch weh. Ich habe komischerweise auch Deodorant dabei. Das habe ich noch von der Wolle wieder ein Quest. Da bloß nicht reingehen. Das habe ich schon gelernt. Boah, mir reicht. Ich benutze eine Falle bei dem. Ich habe die Falle gesetzt, Leute. Und jetzt heile ich mich. Könntest du bitte... Danke. Und zack. Ja, sicher. Jetzt kann er auch noch Kugeln verschießen. Also ein Deodorant braucht man nicht wirklich bei dem. Aber der ist wahnsinnig schnell. Und der haut einer auch richtig aufs Maul. Komme ich weit genug? Nein. Zumindest kriege ich Material. Komm. Die Waffe von dem ist wahrscheinlich irre praktisch. Ich werfe einfach sicherheitshalber schon eine Blitzbombe. Weil ich wetzen will und muss. Genau, mach noch eine Blitzbombe. Und ich hüpfe erstmal komplett daneben. Zack. Gerade noch abgebrochen. Boah. Der ist ja genauso schlimm wie der Brachidios mit den Explosionen. Falls den einer außer mir kennt. Aua. Ihr habt mich das nicht getroffen. Ja, mach auch noch einen Todeslaser. Du bist der erste richtige Gegner, den ich habe. Ich muss dieses Ding abtrennen. Und ich muss aus der Wand raus. Oh Mann! Megatrank! Keine Ahnung, wann ihr die Falle gelegt hat, aber ich bevorzuge es. Es ist wunderbar. Ich bedanke mich, liebe Katze. Nein! Ich dachte gerade, jetzt kommt wieder eine Mega-Explosion. Meine Chance. Friss. Ah.
Ah, okay. Der will abhauen. Ich nutze es und wetze meine Waffe unterwegs. Hund? Hallo? Ein Hund dreht am Zeiger. Du und ich, wir haben noch was zu klären, Magna Malo. Voll wieder daneben gehüpft. So macht man das. Die fangen Wahrscheinlichkeit bei 91%. Der ist jetzt schon Fratze? Das ist nicht dein Ernst. Halt wirklich Beaverwood. So ein extremes Monster? Und dann ist er jetzt schon Fratze? Das ist der Endboss. Also klar, es kommt wahrscheinlich noch ein heftigeres Vieh. Aber dennoch. Das kann nicht dein Ernst sein, Spiel. Ich will noch ein bisschen mehr Spaß mit dem haben. Ich hab's rausgeprügelt. So, zweimal mein Ultra-Cut und der ist tot. Zack! Diesmal nicht. Er weiß, wie man Kombos raushaut. Das muss man ihm lassen. Und wie man eine Show liefert. Aua. Nein. Nein. Meine Katze hat ihn offenbar gerade umgebracht. Oder mein Hund. Lustig. Mann, warst du schnell tot. Es ging viel schneller als gedacht. Ist schon traurig. Das ist eines der heftigsten Monster angeblich. Wurde so extrem in den Trailern gefeiert. Also hochgepriesen. Und dann ist er innerhalb von 10 Minuten tot. Ernsthaft? Also, die Ausländer-Story, die enttäuscht halt wirklich.
Imi. Paula Shijiga Mira Libira. Magai Magado Beshimo Geola Tunyu. Di Yafie. Suaneri Rita Nubi. Wir sind hier gerade bei den Credits zu den Offline-Questen. Also zum Offline-Modus sage ich auf jeden Fall, dass ich mega enttäuscht bin. Jedes Vieh hatte ich innerhalb von 10 Minuten maximal tot. Selbst mit den schwächsten Waffen, ich habe es im Nachhinein nochmal getestet. Selbst der Endboss, der Offline-Story, war innerhalb von 10 Minuten tot. Auf jeden Fall hat er mir ordentlich aufs Maul gegeben, das will ich nie abstreiten. Der hat als einer der wenigen Monster es geschafft, mich einmal umzunieten. Aber ist halt trotzdem mega enttäuschend, dass selbst der Endboss vom Offline-Modus in 10 Minuten tot ist. Dass die so schwach sind. Das ist jetzt nur meine Ansicht, also zum Offline-Modus. Ich weiß, dass jetzt noch wahrscheinlich eine After-Story kommt. Aber ich denke mal, dass die nicht unbedingt viel anders her sein wird vom Schwierigkeitsgrad als bisher. Wenn der Magna Malo, welcher der Endboss ist, schon so leicht tot ist. Also klar, ich werde auch noch die After-Story machen, keine Sorge. Die mache ich noch vor dem Online-Modus. Und ja, dann beginnen ja auch die Online-Questen. Ich denke mal, dass das nicht viel bei Offline jetzt noch sein wird. Die Online-Kampagne, die geht immer deutlich länger als die Offline. Also keine Sorge, da werdet ihr schon mehr sehen. Auf jeden Fall lasse ich euch jetzt noch den Abspann genießen. Die singt ja gerade. Entschuldigung, musste ausstoßen. Die singt ja gerade ganz schön, ne? Bis dann, tschüss.